Bill Bojangles Robinson Ende des 19. Jahrhunderts. In den USA wurde eine neue Form der Unterhaltungskunst populär, Vaudeville genannt. Hierbei wurden Einzelnummern aufgeführt, die keinen Zusammenhang haben. Alle möglichen Arten von Künsten wurden auf der Bühne gezeigt: Tanz, Theater, Akrobatik, Tierdressur, Comedy, Musik und vieles mehr. Daneben gab es die sogenannten Minstrel-Shows, in denen sich Weiße die Gesichter schwarz bemalten, um in sehr rassistischen und vorurteilsbehafteten Nummern die Tänze und Darbietungen der Schwarzen nachzuahmen. Für Schwarze gab es nur eine Möglichkeit, in Shows aufzutreten. Sie mussten sich selbst dafür ein Blackface malen. Das Gesicht wurde mit verbranntem Kork dunkler gefärbt und die Lippen weiß bemalt, um das breite Grinsen zu zeigen, das man sich an Schwarzen vorstellte. Somit präsentierten sie nicht ihr Können, sondern imitierten Weiße, die Schwarze imitierten. Während der vaudeville-Ära wurden die Minstrel-Shows und die Blackfaces mehr und mehr verdrängt und Schwarze konnten endlich als Künstler in den Theatern auftreten. Zwar gab es immer noch strenge Auflagen und Benachteiligungen für sie, doch immer mehr Schwarze Tänzer oder Musiker schafften es dennoch, große Bekanntheit zu erlangen. Da waren Paare wie zum Beispiel Buck and Bubbles, Piano und Stepptanz, Johnson and Dean, Cakewalk oder Williams and Walker, Comedy. Ein Solokünstler stach jedoch ganz besonders hervor. Bill Bojangles Robinson, der King of Tap Dance. Vom pickaninny zum Star. Bill Robinson wurde am 25. Mai 1878 als Luther Robinson in Richmond, Virginia geboren. Seine Eltern starben, als er sieben Jahre alt war, und er wurde zusammen mit seinem kleinen Bruder William von seiner Großmutter aufgezogen. Sie nahm nur sehr ungern die Verantwortung über die beiden Jungen auf sich, außerdem verbat sie Bill das Tanzen. Er wurde sogar schon bestraft, wenn er das teuflische Wort Dance nur sagte. Trotzdem verdiente er sich damit ein paar Pennys auf der Straße, zusammen mit seinem Freund Lemuel Eggleston. Er zog nie in Betracht, Tänzer zu werden, das Tanzen war, ähnlich wie das Nüsseknacken oder Schuhe putzen, nur ein Weg, um ein Geld und somit an Essen zu kommen. Den Namen Bill knöpfte er unter Einsatz seiner Fäuste seinem kleinen Bruder ab, weil sich über seinen Namen Luther oft lustig gemacht wurde. Der Jüngere musste sich von da an Percy nennen. Auch den Beinamen Bojangles erhielt er schon als Kind. In Richmond gab es einen Hutmacher namens Beauchasson, den alle Kinder wegen dem ungewohnten Namen lieber Bojangles nannten. Als jemand ihm einen Hut klaute, schob Lemuel es Bill in die Schuhe. Die Kinder machten sich nun einen Spaß, indem sie riefen: Wer hat Bojangles Hut geklaut? Bojangles! Und sie zeigten auf Bill. Mit zwölf Jahren floh Bill nach Washington und arbeitete dort in einem Reitstall. Als er diese Anstellung verlor und sich Brot und Milch von den Haustüren stehlen musste, Besann er sich auf das, womit er Geld verdienen konnte: das Tanzen. Sobald er genug Geld beisammen hatte, zog er nach New York und wurde dort für die Vaudeville-Show The South Before the War als Piccaninny für Mame Remington engagiert. Piccaninnies oder Picks waren schwarze Kinder, die singen oder tanzen konnten und auf der Bühne süß aussahen. Sie begleiteten die weißen Darsteller in den Minstrel-Shows. Schon nach einem Jahr jedoch war Bill zu groß und nicht mehr süß genug dafür. Er wollte einen Solo-Act machen, was für schwarze Künstler zu dieser Zeit so gut wie unmöglich war, da die weißen Manager Schwarzen nicht zutrauten, das Publikum alleine unterhalten zu können. Es gab die Two-Colored-Regel, nach der Schwarze mindestens zu zweit auftreten mussten und auch dann nur mit Blackface. Bill trat im Laufe seines Lebens nicht ein einziges Mal mit Blackface auf. Etwa im Alter von 21 Jahren tanzte und sang er mit seinem Partner Theodore Miller im Douglas Club in New York, wo Schwarze nach ihren Auftritten in den Shows hinkamen, um ihre Nummern vor den wohlhabenden Weißen zu wiederholen. Dort verkündete Bill, er werde zum Brooklyn's Bichou Theater gehen, um Harry Swinton, der damals als der beste Tänzer seiner Zeit galt, beim wöchentlichen Tanzwettbewerb herauszufordern. Diesen Wettbewerb gewann er und machte sich damit einen Namen. Ab diesem Moment nutzte er den Künstlernamen Bojangles. In den nächsten Jahren tourte Bojangles mit seinem Partner George W. Cooper in Vaudeville-Shows durch ganz Nordamerika. Allerdings trat er zunächst nur als Comedian auf, nicht als Tänzer. Ihre Show war sehr beliebt und Bojangles verdiente gut. Nach der Trennung von Cooper verfolgte er wieder das Ziel, als Solokünstler groß zu werden. Nun begann die Zusammenarbeit mit Marty Fawkins, der ihn sein Leben lang managte und auch ein enger Vertrauter wurde. Gemeinsam schafften sie es, sich gegen die Two-Colored-Regel durchzusetzen. Bojangles war der erste schwarze Solokünstler in den Vaudeville-Shows. Er tanzte in fast allen großen Städten in den USA, arbeitete mit vielen verschiedenen Partnern und verdiente viel Geld. Doch sein Erfolg war harte Arbeit. Noch immer musste er gegen Rassismus und Benachteiligungen kämpfen. Wenn schwarze Künstler auf Tournee waren, wurden für sie keine Hotels gebucht, weil die meisten nicht bereit waren, Schwarze aufzunehmen. Außerdem waren sie im Falle einer Krankheit nicht finanziell abgesichert wie ihre weißen Kollegen. Obwohl immer mehr schwarze Künstler Bekanntheit erlangten und immer mehr sich trauten, ohne das Blackface aufzutreten, bekamen sie immer deutlich zu spüren, dass sie nicht gleichberechtigt waren. Bo Jangles war gerne beim Vaudeville. Dort war ihm alles vertraut und er liebte es unterwegs zu sein. Doch der aufkommende Tonfilm und die Broadway Shows verdrängten nach und nach das Vaudeville, und sowohl Marty Fawkins als auch Bo Jangles waren aufmerksam genug, das früh zu erkennen und einen neuen Weg einzugehen. 1928 trat Bojangles deshalb zum ersten Mal am Broadway auf, in Lew Leslie's Blackbirds of 1928. Die Show war ein großer Erfolg und Bojangles wurde durch sie berühmt. Im Alter von 50 Jahren war er ein Star. Der Name Bojangles war nun in jedem Haushalt bekannt. Doch mit seinem wachsenden Erfolg kam auch Neid auf, vor allem von Seiten der Schwarzen. Sie dachten, diesen Ruhm könne er sich nur erschlichen haben, indem er sich bei den Weißen einschmeichelte. Sie warfen ihm vor, seine eigene Rasse zu verraten und nannten ihn einen Onkel Tom. So wurden Schwarze genannt, die sich gegenüber Weißen unterwürfig verhielten. Doch Bojangles ließ sich nicht beirren. Nach einigen Shows am Broadway zog es ihn zum Film. Sein erster Film Dixiana erschien 1930. 1933 folgte Harlem is Heaven, der erste nur mit schwarzen Darstellern besetzte Film. In The Little Colonel 1935 spielte er zum ersten Mal an der Seite des Kinderstars Shirley Temple, mit der er noch in drei weiteren Filmen zu sehen war. Es folgten verschiedene Filmauftritte, doch die Rollen für Schwarze in Hollywood waren begrenzt. Die weißen Produzenten duldeten Schwarze nur in den Rollen des gehorsamen, anspruchslosen Sklaven oder Bediensteten und als Special Act in Musicalfilmen. Auch wurde Bojangles am Set aufgrund seiner Hautfarbe oft herablassend behandelt. Aber ausnahmsweise wehrte er sich trotz heftiger Vorwürfe der Schwarzen nicht gegen diese Dinge. Er wusste, dass Fehlverhalten sich auf jeden einzelnen Schwarzen im Land hätte auswirken können und dass er gerade trotz allem einen bahnbrechenden Weg ging. Außerdem versprachen ihm die Produzenten, die Situation der Schwarzen in Hollywood zu verbessern und sie künftig auch für andere Rollen zu besetzen. Doch dies trat nicht ein. 1938 wurde sein Vertrag von 20th Century Fox gekündigt, da man zu wenig Rollen für ihn hatte. Für Bojangles fühlte es sich an, als hätten sie ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Er ging zurück zum Broadway und tanzte in einigen Shows. 1939 hatte er zeitweise fünf Shows an einem Abend. Er kam wenig zum Schlafen, doch er war der Meinung, die Shows funktionierten am besten, wenn er so müde war, dass er sich auf seinen Füßen ausruhte. In den 40er Jahren wurden auch am Broadway die Rollen für Schwarze knapp. Zwar war Bojangles einer der wenigen, die immer noch engagiert wurden, doch er wandte sich trotzdem etwas Neuem zu dem Radio. Hier erreichte er auch Zuhörer, die ihn noch nie in einer Show gesehen hatten. Er ließ das Vaudeville mit seinen Witzen, Geschichten, Songs und Tänzen im Radio wieder aufleben und grüßte Bekannte wie Shirley Temple oder Fred Astaire. Bojangles wäre nun in der Position gewesen, der Bühne vollständig den Rücken zu kehren und sich auszuruhen. Doch er konnte nicht aufhören. Einerseits brauchte er das Geld. Sein Hang zum Glücksspiel, sein teurer Lebensstil, aber auch seine Großherzigkeit kosteten ihn viel. Andererseits konnte er sich nicht von dem ausruhen, wofür er lebte, dem Tanzen. Also machte er weiter und tanzte unter anderem im Apollo Theater, wo er den jungen Sammy Davis Jr. kennenlernte, er spielte noch in dem Film Stormy Weather mit und versuchte sich sogar beim Fernsehen. Doch die Umstellung auf Live fiel ihm sehr schwer. Vor allem aber immer wieder Vaudeville. Er war trotz seines großen Erfolges ein echter Vaudevillian. Sein Stil Bekannt war Bojangles vor allem für seine leichte und anmutige Art des Steppens. Im Vergleich zum flachen, bodennahen Stil, der seinerzeit üblich war, brachte er den Stepptanz auf die Zehenspitzen. Er hatte niemals in seinem Leben auch nur eine Tanzstunde genommen, alles, was er konnte, kam von ihm selbst. Er war überzeugt, dass das Wichtigste beim Tanzen sei, dass es natürlich und leicht sei und man nicht über die Schritte nachdachte, sondern vor allem mit den Füßen einen Rhythmus zur Musik erzeugte. Er improvisierte und wusste selbst nicht, was er tat. Statt den üblichen Steppschuhen trug Bojangles die sogenannten Split Clocks. Statt Metallplatten hatten sie Holzsohlen, am Ballen etwa einen Zentimeter dick, an der Ferse nur etwas höher, als man sie seinerzeit auf der Straße trug. Zusätzlich dazu wurde von den Zehen bis zur Rückseite der Fußballen eine Ledersohle hinzugefügt. Diese Schuhe wurden von der Aston Shoe Company in Chicago extra für ihn angefertigt. Und er war kein schlechter Kunde. Er benötigte 20 bis 30 Paar im Jahr. Bojangles blieb stets bei der Einfachheit, die sein Markenzeichen war, und verzichtete auf viel Bühnenakrobatik. Sein berühmtestes Stilmittel war der Stair Dance. Eine Nummer, bei der er die Stufen einer Treppe hinauf und hinab Er behauptete, ihn erfunden zu haben. Diese Aussage ist umstritten, da viele Tänzer vor ihm schon ähnliche Nummern getanzt haben sollen. Fakt ist jedoch, dass Bojangles den Stair Dance weltweit bekannt machte und tanzen konnte wie kein anderer. Er versuchte sogar auf diesen Tanz Patent anzumelden, kam aber nicht damit durch. Dies war ohnehin überflüssig, da er später automatisch mit ihm in Verbindung gebracht wurde bekannt ist vor allem die Szene aus The Little Colonel, in der er den Stair Dance mit Shirley Temple tanzt. Sein Darling Shirley Temple. Bill Robinson und Shirley Temple waren neben Fred Astaire und Ginger Rogers eines der beliebtesten Leinwandpärchen ihrer Zeit. Mit ihrem gewinnenden Lachen eroberten sie die Herzen der Zuschauer während der großen Depression in den 30er Jahren. Als sie sich kennenlernten, war das Erste, das der siebenjährigen Shirley auffiel, die Anmut, mit der er sich bewegte. Er hatte große runde Augen, ein kantiges Kinn und ein breites Lächeln. Der Filmproduzent Buddy De Silva stellte ihn ihr vor, damit er ihr den Stair Dance beibrachte. Schon bald fragte sie Bill: Darf ich dich Uncle Billy nennen? Natürlich darfst du das, erwiderte er. Mr. Robinson passt sowieso nicht. Aber dann darf ich dich Darling nennen. Das war der Deal. Sie begannen zu üben und nutzten dafür eine praktische Holzbox, die man zu einer Treppe mit drei Stufen aufklappen konnte. So konnten sie immer und überall ihre Schritte wiederholen. Er nahm beim Tanzen ihre Hand und nutzte dabei ein Handdrücksystem. Dreimal drücken hieß, jetzt kommt ein schwieriger Teil. Einmal lang drücken bedeutete, sehr gut, Darling. Und überhaupt kein Drücken? Well, let's do it again. Sie sollte so lange üben, bis sie nicht mehr über die Schritte nachdenken musste. Nur die Töne sollten ihr sagen, ob sie es richtig machte oder nicht. War nicht jeder Schritt klar und deutlich, musste sie es noch einmal machen. Shirley Temple hatte viele gute Lehrer gehabt, doch mit keinem tanzte sie so gerne wie mit Bill Robinson, denn sie konnte seine Hand halten, während sie übten. Auch noch lange nach ihrer Zusammenarbeit blieb er ihr Onkel Billy und sie hielten Kontakt. Typisch Bojangles Eines der bekanntesten Markenzeichen von Bojangles war sein Ausruf Copacetic, der so viel bedeutete wie super oder außerordentlich gut. Den Begriff erfand er als Kind, als ein Reporter ihn fragte, wie es ihm gehe. Er antwortete schlichtweg, I'm Copacetic. Typisch für ihn waren auch seine Liebe zu Eiscreme und zum Glücksspiel, seine absolute Ordentlichkeit im Umgang mit seiner Garderobe sowie seine guten Beziehungen zur Polizei. Fast in jeder Stadt, in die er während seiner Tourneen kam, war er mit dem Polizeichef befreundet. Das war wichtig, denn wenn er aufgrund seiner Hautfarbe benachteiligt oder beleidigt wurde, pflegte er es häufig, dem Gegenüber mit seinem kleinen goldenen Revolver zu drohen. Schwarzen konnte dies jahrelange Gefängnisstrafen einbringen. Doch wenn Bojangles verhaftet wurde, war er durch seine guten Beziehungen immer schnell wieder auf freiem Fuß. Außerdem war er auch für sein Talent im Rückwärtslaufen bekannt. Um mehr Aufmerksamkeit von der Presse zu bekommen, forderte er verschiedene Rennsportler zum Wettbewerb auf. Er gewann jedes Mal, und diese Leistung brachte ihm sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ein. Doch vor allem mit einer Eigenschaft machte Bojangles von sich reden seine Großherzigkeit. Wann immer jemand seine Hilfe brauchte, war er bereit zu helfen. Häufig verschenkte er sein Geld an andere, ihm größtenteils unbekannte Menschen, Seien es einzelne Straßenjungen oder ganze Familien, die obdachlos geworden waren. Während der großen Depression pflegte er es sogar mit seiner Frau Fanny, Suppe an Bedürftige auszugeben. Bojangles hatte nie vergessen, dass auch er einst ein Straßenjunge gewesen war. Bojangles Tod Als Bojangles im Alter von 65 Jahren häufiger kleine Herzattacken erlitt, riet sein Doktor ihm, seine Leidenschaft aufzugeben. Er antwortete Wenn ich laufe, komme ich außer Atem. Wenn ich spreche, werde ich müde. Ich huste und würge sogar, wenn ich versuche, mich hinzulegen. Aber Doktor, wenn ich tanze, fühle ich mich wundervoll. Im letzten Jahr vor seinem Tod verließ er schließlich kaum noch das Haus. Er ging fast nur noch hinaus, um seinen Arzt aufzusuchen. Doch wenn er zu ihm ging, tanzte er dort die Treppe hinauf. Am 25. November 1949 starb Bill Bojangles Robinson schließlich an einem Herzversagen. Obwohl er zu Lebzeiten viel Geld verdient hatte, starb er ohne einen Penny. Er hatte viel Geld für wohltätige Zwecke gegeben. Einiges war auch dem Glücksspiel zum Opfer gefallen. Doch seine Beerdigung war die größte, die New York jemals gesehen hatte. Bo Jangles starb als Legende. Nach seinem Tod. Bo Jangles Geburtstag, der 25. Mai, wurde schon zu seinen Lebzeiten Bill Robinson Day genannt und 1989 zum National Tap Dance Day erklärt. Außerdem wurde 1949 ihm zu Ehren die Gruppe The Copacetics gegründet, die bis heute existiert und vor allem in den 70er und 80er Jahren eine große Rolle beim Revival des Stepptanzes spielte. 2001 erschien eine Verfilmung seiner Lebensgeschichte mit dem Titel Bojangles und Gregory Hines in der Hauptrolle. Die Arbeit von Hines war sehr genau, wie man im Abspann sehen kann, als eine Originalaufnahme des Dare Dance neben die von ihm getanzte Szene gelegt wurde. Sie sind komplett identisch. Doch abgesehen davon wird die Verfilmung der Legende Bojangles nicht gerecht. Ihr fehlt Bojangles einzigartiger Charme und sein Humor. Vor allem seine Laster und Schwächen werden gezeigt, die er zwar sicherlich hatte, doch nicht nur sie machten seine Persönlichkeit aus. Wer einen tieferen Einblick in sein Leben erhalten möchte, greift daher besser auf das Buch Mr. Bojangles von Jim Haskins und N.R. R. Midgang zurück. Der von Cherry Jeff Walker geschriebene Song Mr. Bojangles hat mit Bill Robinson gar nichts zu tun, auch wenn er oft mit ihm assoziiert wird. In den Südstaaten war Bojangles ein Wort für Unruhestifter. Der Song handelt von einem Straßenkünstler aus New Orleans, der sich so nannte. Gesungen wurde er unter anderem von Sammy Davis Jr. und Robbie Williams. Wer sich nicht mit Stepptanz auskennt und den Namen Bojangles hört, denkt häufig nur noch an den Song. Bill Robinson ist vielen heutzutage gar kein Begriff mehr. Vor allem die jüngere Generation weiß kaum noch etwas von diesem einzigartigen Tänzer. Dabei hat er Geschichte geschrieben. Bill Bojangles Robinson war der bestbezahlte schwarze Entertainer seiner Zeit, doch er setzte Zeichen, die mehr Wert waren als Geld. Er legte keinen Wert darauf, welcher Nationalität, Religion oder Hautfarbe jemand angehörte, er behandelte jeden Menschen wohlwollend und großzügig. Er kämpfte für die Gleichberechtigung, und das nicht nur um seine eigenen Karriere willen, sondern weil er wusste, dass er etwas verändern konnte. Zwar schaffte er es zu Lebzeiten nicht, die Mauer, die schwarz und weiß trennte, vollständig einzureißen. Aber er schaffte es, darüber hinweg zu tanzen. And that's Copacetic.